Ja, servus meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Seitdem am Freitag auf der BlizzCon Moira vorgestellt wurde, gab es viele Diskussionen über sie. Ist sie zu stark? Ist sie zu schwach? Kann man sie als Main-Healer verwenden oder macht sie eventuell sogar mehr Schaden, als ein Supporter machen dürfte? Inwiefern kann man sie einsetzen und so weiter? Deshalb schauen wir uns heute die Fähigkeiten von Moira genauer an. Los geht's! Fangen wir dabei mit Moiras Rechtsklick an. Das ist nämlich ihre primäre Schadensquelle. Dabei hat sie unendlich viel Kapazität, muss also in diesem Sinne nie nachladen und fügt dem Gegner relativ moderaten Schaden zu, innerhalb von einer Range von 20 Metern. Allerdings ist das nicht ganz so leicht wie bei Symmetra oder Winston, weil man schon etwas zielen muss. Der Linksklick ist dann ihre primäre Heilquelle. Dort versprüht sie quasi also ihr bionisches Heilmittel, was im Endeffekt flächendeckend heilt, was ich persönlich sehr stark finde, vor allem weil der Heal eigentlich echt solide ist. Der Shift ist dann auch wieder ein sehr interessanter Spell, den man auch im Trailer gut erkennen konnte, denn hiermit kann sie 10 Meter in eine beliebige Richtung teleportieren, ohne wie bei Reaper eine gewisse Channel-Time haben zu müssen. Dabei verschwindet sie sogar kurz von der Karte, bedeutet man kann damit auch unglaublich gut diverse Ultimates oder andere Skills dodgen. Sprich, wenn man sieht, dass der Reinhard ultet, könnte man sich direkt hinter ihn teleportieren und dadurch, dass man kurz verschwindet, auch gar nicht getroffen werden. Moiras E-Fähigkeit sind diese Symmetra-artigen Kugeln, die wir auch schon im Trailer gesehen haben und wie folgendermaßen funktionieren. Ihr aktiviert eure E-Fähigkeit und wählt, ob ihr eine Heil- oder Damage-Kugel schießen wollt. Danach fliegt die Kugel in die Richtung, in die ihr sie gefeuert habt und fügt nahen Gegnern Schaden zu, bis sie aufgebraucht ist. Interessant ist dabei, dass, wie man schon im Trailer gesehen hat, dass die Kugeln von Wänden abspringen und bei jedem Dodgen etwas schneller werden. Allerdings kann man immer nur eine Kugel gleichzeitig aktiviert haben. Nichtsdestotrotz kann man damit sicherlich einige coole Sachen anstellen und oftmals in verzweigten Gängen oder ähnlichem den ein oder anderen Gegner noch finishen. Schwierig wird es jedoch, sich vor diesen Kugeln zu schützen, denn man kann sie A nicht kaputt machen und B brauchen sie euch nicht immer unbedingt treffen, damit sie euch Schaden zufügen. Sie brauchen sich nur in eurer Nähe zu befinden und sie werden euch automatisch targeten. Also ist das Ganze schon etwas tricky, man muss gucken, wie man das Ganze countern kann. Gut, ihre Ultimate ist wohl ihre markanteste Fähigkeit, denn nach kurzer Channel Time schießt sie einen gigantischen Laser, der Gegner Schaden zufügt und Verbündete heilt. Und dabei kann sie sich auch noch frei bewegen. Ein Ultimate, mit der man sicherlich einige Teamfights noch umdrehen kann, allerdings hielt sie dabei deutlich mehr, als sie Schaden zufügt, weshalb ich immer erstmal schauen würde, dass man das Healen bevorzugt. Und dann noch die letzte und wichtigste Frage von allen. Wie sehen eigentlich Moiras goldene Waffen aus? Wer das Video dazu nicht verpassen will, dem würde ich empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis dahin, haut rein!